Geschichte fasziniert die Menschheit. Das gilt für bedeutende Ereignisse, Bauwerke, Persönlichkeiten, aber auch für Technik. Im kürzlich eröffneten Nationalen Automuseum können Freunde des bewegten Blechs eine der spektakulärsten Autosammlungen der Welt bewundern. Die Sammlung gehört dem Unternehmer Professor Dr. Friedhelm Loh. Schon als kleines Kind war ich immer daran interessiert, an allem, was sich dreht. Es musste sich drehen und schon war ich dabei. Und das hat sich in meinem ganzen Leben fortgesetzt, wobei später dazu kam die Faszination der Technik. Sie zu verstehen, sie sich dafür zu begeistern, sie lieben zu lernen. Und das ist mein Leben so geblieben, nicht nur bei Autos, sondern auch in meinem Berufsleben. Unter den rund 150 Fahrzeugen seit 1886 sind zahlreiche Einzelstücke, Prototypen und Highlights der Automobilgeschichte. Dieser Maybach Excelero ist ein Unikat auf Basis eines Maybach 57S. Anlass war die Markteinführung des Hochgeschwindigkeitsreifen Fulda Karat Excelero. Fulda und Maybach hatten bereits in den 30er Jahren bei einem Hochgeschwindigkeitsfahrzeug kooperiert. Der Wagen war unter anderem in einem Musikvideo des Musikers Jay-Z zu sehen. Das erste ist, ich habe Autos gesammelt. Ich fahre gerne Autos, bin begeisterter Autofahrer. Ich liebe Autos, ich liebe die Technik, ich liebe das Design, weil es immer den Zeitgeist der Gesellschaft auch ein Stückchen widerspiegelt. Und so hatte ich eine Reihe Autos und dann stellt man sich irgendwann die Frage, macht es Sinn, dass man sie sich nur alleine anguckt? Und da habe ich dann letztlich entschieden, nein, das macht keinen Sinn. Auch verschiedene Fahrzeuge aus dem Motorsport sind hier ausgestellt. Mit diesem Ford Sierra RS 500 Cosworth gewann Rennfahrer Klaus Ludwig 1988 die deutsche Tourenwagenmeisterschaft DTM. Ebenfalls geschichtsträchtig ist der wohl weltweit bekannte Ferrari F1 2000, mit dem Michael Schumacher im Jahr 2000 seinen ersten WM-Titel einfahren konnte. Weitere ausgestellte F1-Fahrzeuge wurden von Mika Häkkinen oder auch Niki Lauda bewegt. Sondern ich möchte die Menschen in dieser Region, aus der ich komme, an dem teilnehmen lassen, was mir Spaß gemacht hat. Und daher kommt die Low Collection letztlich, was jetzt das Nationale Automuseum ist, um die Menschen daran teilhaben zu lassen, wie toll Technik, wie toll Auto ist. Aufgrund seines Umfangs und der hervorragenden Kuration wird das Museum sogar für Forschung und Lehre von besonderer Bedeutung sein. Bereits zur Eröffnung nimmt der Hochschulcampus Nationales Automuseum der Fakultät Wirtschaft und Recht der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt seine Arbeit auf. Die Vorlesungen und Live-Vorführungen stehen unter der Leitung von Professor Jochen Buck, dem führenden Gutachter für Unfallforschung in Deutschland. Das Museum bietet eine Vielfalt an Bildungsangeboten für Schulen und Universitäten. Neben den dauerhaften Ausstellungsstücken sind auch regelmäßige Sonderausstellungen geplant. Den Anfang macht aktuell 100 Jahre Le Mans 24 Stunden mit mehr als 20 Originalrennwagen. Wer noch mehr einzigartige Stücke aus der Automobilgeschichte sehen möchte, kann sich auf der Webseite des Nationalen Automuseums über Öffnungszeiten und Anfahrt informieren.